Na? Hast du schlecht geträumt? Yes! Bist du schwer? Wie schwer bist du schon? Sag mal, spinnst du, Jonathan? Geh, Marie, lass mich rein. Hast du was getrunken? Nein, eine Sehnsucht gehabt. Ted, geh hinten rum. Los, verschwind. Nur schnell. Was haben wir denn? Was war denn? Nix. Ja, entschuldigen Sie bitte die Störung, Dr. Wagner. Markus Sedlitz spricht hier. Ja, ich habe heute Bereitschaft und bin in der Zentrale, weil es Alarm gibt. Und es schaut so aus, als ob in Dukovany was Ernstes passiert wäre. Der Punkt für die Strahlmessung dort leuchtet rot. Rot, sagen Sie? Ja, rot. Und von der tschechischen Aufsichtsbehörde liegt bereits eine Meldung vor. Und das EKC will eine Einschätzung der Lage. Nehmen Sie Kontakt mit den Tschechen auf. Ich bin gleich bei Ihnen. Gut, danke. Elektrárenská společnost ČEZ. Dobrý den. Všechny linky jsou momentálně obsazeny. Prosím, čekejte.
Jonathan? Sag einmal, weißt du, wie spät es ist? Wo warst denn du? Ja, hab einen Batschen gehabt. Marsch ins Bett. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Ist er jetzt erst heimgekommen? Wieso? Ja, weil ich ja gehört. Ein Klo war er. Und ich kann nicht schlafen. Ich muss kurz weg. Mach's allein weiter. Und vergiss nicht auf das hefefreie Brot. Gubi, ich darf dir eine Message. Ist das true? Okay. Was ist los? Feuerwehrnotruf? Ja. Ja, bitte. Danke. Hier, bitte schickt mir die Feuerwehr und die Rettung zu den Unfallstellen auf der B34. Landeswandzentrale in Niederösterreich, Friedrich und morgen. Ah, Onkel Sigmund. Na, bei uns ist kein Alarm. Wo ist denn das her? Von meinen Kontaktleuten in Tschechien. Bitte, aber das sind private Stationen, wer weiß, was die messen. Im Gegensatz zu euch wissen die ganz genau, was los ist. Sie dürft froh sein, dass ich dich anrufe. Onkel Sigmund, jetzt hör einmal zu. Die Strahlenzentrale in Wien hat Verbindung zu einer Station, die direkt beim Kernkraftwerk ist. Und wenn da was wäre, dann hätte ich da schon längst eine Meldung. Also, vierte. Beamtenschild, Herr Neffe. Was hat er gesagt? Are you sure? And you keep us informed? Okay, thanks, bye. Ja, Herr Dr. Sedlitsch nochmal. Also ich habe jetzt jemanden von der tschechischen Aufsichtsbehörde erwischt. Aber die können noch keine Angaben machen, was genau passiert ist. Aber wieso zeigt dann die Messstation was an? Haben Sie die überprüft? Also soweit das von hier aus festzustellen ist, funktioniert die einwandfrei. Aber Sie sagen, Sie versuchen das Problem in den Griff zu bekommen und halten uns auf dem Laufenden. Ja, informieren Sie die Landeswandzentrale in Niederösterreich. Ich bin gleich da. Mach ich. Können Sie ein bisschen schneller fahren? Was ist? Ja, wir haben gerade eine Fax eingelegt von der Strahlenzentrale in Wien. Wir haben einen Störfall in Dukovany. Ah, es gibt nichts Konkretes. Austritt von Radioaktivität festgestellt. Ruf uns den Führungsstab zusammen, ich komme so schnell wie möglich. Gut ist. Was ist los? Wahrscheinlich gar nichts, ich muss früher rein. Lauf zurück weiter. Kommt er schon jede Nacht? Ja. Vielleicht ist er jetzt schon eifersüchtig. Bringst du mir noch Spalier für die Bohnen mit vom Dullner Baumarkt? Mach ich am Heimweg. Batterien brauchen wir auch noch. Ja.
Zentrale? Wir versuchen immer noch von der tschechischen Aufsichtsbehörde genaueres zu erfahren. Was empfehlen Sie? Noch nichts außer erhöhte Bereitschaft. Die Landesbahnzentrale wurde alarmiert. Gut, dann geben Sie diese Information ans Verteidigungsministerium weiter, ja? Und Sie informieren die Außenministerin, die sollen sich mit der tschechischen Regierung in Verbindung setzen. Ich soll die Ministerin aus dem Bett holen? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Wenn sich die Frau Minister beschwert, dann können Sie sie an mich verweisen, ja? Das macht mir gar nichts aus. Guten Morgen, von Ihrer Seite schon irgendwelche relevanten Details? Guten Morgen, Herrschaften. Sie wissen alle, warum wir da sind. Es geht um Dukovany. Fassen wir bitte zuallererst zusammen, was wir bis jetzt überhaupt wissen. Wer braucht ihr denn der Nigel? Siebene. How do you explain the radiation? What difficulties? Cooling system. Uh-huh. And what did you do? And what do you suggest? Okay. Okay, bye. Was haben die gesagt? Nur, dass die irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Kühlkreislauf haben. Kühlkreislauf? Welcher bitte? Haben die das angegeben? Nein. Also Sie können sich den Austritt der Radioaktivität auch nicht erklären, aber der zuständige Beamte klang mehr als nervös. Haben die schon irgendwelche Maßnahmen veranlasst? Na. Wie ist die Wetterprognose? Sekunde. Also insgesamt ist die Wetterlage nicht sehr stabil. Es sind jedenfalls Gewitter im Süden Tschechiens zu erwarten. Die Windrichtung ist Nordwest. Nicht in unsere Richtung. Naja, und wenn der Wind dreht? So jetzt Spekulationen anstellen. Bei Tschernobyl haben sie uns eine Tagelang in den Rissen lassen. Da hat schon die ganze Welt gewusst. Jetzt machst du gar keinen Feuer aus dem Haus, Erika. Alle den Garten. Du hast die Fenster zu. Sag mal, wo gehst du hin? Die Leute warnen. Stell den Ofen an, geh heim. Was? Dukovany ist ein Unfall passiert. Chef, bleib halt zu. Soll ich Ihnen einen Kaffee richten? Na danke, ich muss gleich los. Heute am Abend wird es ein bisschen laut werden. Wir haben nämlich eine Hochzeit. Ich werde es überleben. Wiederschauen. Wiederschauen. Ah,
Hallo? Was ist denn? Für was, Bürgermeister? Na, geh bitte, Gubi, was ist denn jetzt schon wieder? Es ist was passiert. Was? In Dukovany hat es einen Unfall gegeben. Wie, wo ist Dukovany? Was haben wir? Dort ist, wie du vielleicht weißt, ein Kernkraftwerk und das hat Alarm. Was? Komm! Ich komm ja. Nächste Zeit, dass es wieder mal regnet. Mhm. Morgen. Morgen. Morgen, Schätzl. Morgen. Fuchs war wieder da heute Nacht. Ganz und ganz nahe Schulen. Hast du was gehört? Nein. Muss ich halt wieder mit in die Schule? Ich muss aber zuerst die Gänse ausliefern. Ja, geht sich aus. Und zum Schlachthof muss er auch noch fahren. Da geht sich trotzdem aus. Und du musst noch die Kühe auslassen. Ja, Mama. So, ihr Lieben, heute haben wir Hochzeit. Wer meldet sich freiwillig? Lisi, geht's weiter? Komm. Jetzt. Hast du alles benannt? Ja. Dann fahren wir. Morgen. Morgen. So lange habe ich überhaupt noch nicht gebraucht. Um die Ecken wohnen ist auch kein Vorteil. Wir rufen sie immer. Egal, ob ich Bereitschaft habe oder nicht. Ja, glaube ich da. Jeden Tag eine Stunde im Auto, dann mir reicht's. Ah ja, das ist mittlerweile auch schon. Wann ist es denn soweit? Ende Oktober. Na, bravo. Was kommt, Jon? Und, weißt du schon, was es wird? Sehr gut. Morgen. Bei Ihnen. Danke. Guten Morgen. Und? Gibt's schon was Konkretes aus Wien? Nein, die können auch noch immer keine Angaben machen. Unsere Messgeräte zahlen ganz normale Werte. Rufen Sie die Kollegen in Tschechien an, die müssen was wissen. Passt. Was tut sie an der Grenze? Ich weiß noch nichts, alles ruhig. Wir sollten trotzdem Strahlenspürtrupps raufschicken und eine Luftspüreinheit. Dann müssen wir wenigstens ob kontaminierte Fahrzeuge aus Tschechien kommen. Aber die Strahlenzentrale hat noch keine Empfehlung abgegeben. Naja, dann ist es halt bis auf weiteres eine Übung, oder? Unsere Leute sind jedenfalls parat. Okay. Kannst du die tschechischen Kontaktleute anrufen, bitte? Landeswandzentrale Niederösterreich, Friedl, grüß Gott. Ja, Meyerhofer hier. Wir brauchen Strahlenspüreinheiten. Moment doch. Herr Renolder, da fragt der Gemeinde, ob sie per Sirene alarmieren soll. Welche Gemeinde? Der Bürgermeister von Horn. Stimmt's ja. Herr Friedl, Sie rufen jetzt nochmal die Zentrale an und machen Druck. Wir müssen wissen, was los ist. Gutes. Grüß Gott, Herr Bürgermeister Renolder. Was kann ich für Sie tun? Aha, und woher haben Sie die Information? Ich habe einen Bekannten, der hat gesagt, dass da was im Bus steht. Ja, was? Bitte, einen schönen Tag noch. Ja. Also, die Landeswarnzentrale bestätigt, dass es keinen Grund für Alarm gibt. Sobald Sie genaueres wissen, melden Sie sich bei uns. Du kannst gern mit dem Herrn aus der Tschechei sprechen. Der bockt jetzt gerade seine Familie zusammen. Bitte! Hör auf mit dieser Panikmache. Geh's raus und lass die Leute in Ruhe ihr Arbeit machen. Ich möchte trotzdem was sagen.
manchmal in den Kindergarten. Ja, aber warum denn nicht? Da spielst du mit Matthias. Das ist blöd. Mit Martin? Das ist auch blöd. So, ich muss heute in der Früh zum Arzt. Das nimmt mir auch keiner ab. Aber wenn den Vormittag schon beide überleben, gut? Ich hab's eilig, aber schneiß ich selber an. Morgen, Frau Kaufmann. Guten Morgen. So, da ist er. Bitteschön. Du kannst gar nicht waschen, das ist zum Schmeißen. Das Frühstück zeigt gleich aus dem Ivo, Jonas, an. Du machst mir die Füllung fürs Gansl. Schau, dass die schön würzig wird, ja? Morgen, die Ganseln warten da. Ah, endlich, die Gattin vorne hat das Geld, ja? Ja, na dann, hilfst du ausladen, danke. Okay. Hier innen ist der Herr Schretzer, ist da. Übernimmst du das bitte? Hey. Hey. Wann soll ich kommen? Nach der zweiten Stunde. Okay. Warte ich nicht gerade rum. Und dein Vater? Es geht schon. Okay. Du, Giovanni, hat kein Containment. Wenn da was Tobi, ernst... bitte verschon mal mit deine Fachausdrücke, ja? Das heißt, der hat kein Betonhaben. Wenn da was Ernstes passiert, ja, dann kommt der ganze Dreck durch die Decken und was es dann noch zu uns wackelt, dann gute Nacht. Aus dem Wetterbericht hat schon gehört. Der Wind kann jederzeit drehen. Und wenn ein Gewitter kommt, dann sollte wirklich keiner auf der Straße sein. Willst du nicht mehr wissen als die Leute von der LWZ? Das sind doch genauso träge Beamtenschirren wie du. Wenn sich da mal was rührt, können wir uns alle einrechsen. Ja, kein Blödsinn. Beim letzten Hochwasser haben die Erfahrungen geleistet. Ja, aber Radioaktivität ist was anderes. Die sieht man nicht, die riecht man nicht. Und die Enkel haben auch noch was davon. Und was soll ich deiner Meinung nach tun? Lass den Strahlenalarm aus, sag denen Leuten, sie sollen in die Häuser gehen und die Fenster schließen und lass Jodtabletten verteilen. Also gut. Ich werde mit unserem Zivilschutz mal sprechen. Du musst den Leuten noch in die Augen schauen. Was heute? Um 3. Soll ich dich abholen? Nein, in den Bus. Für dich, Schätzl. Hey. Na, meine Damen, brauchen wir extra Einladung. Wir werden die nötigen Maßnahmen bekannt geben, sobald wir einen Anhaltspunkt haben.
Mir ist bewusst, dass die Landeswarnzentrale Informationen braucht. Aber wenn wir nichts wissen, können wir nichts empfehlen. Es besteht zurzeit noch kein Hinweis auf eine Gefährdung Österreichs. Geben Sie uns noch Zeit, bitte. Ja, ich melde mich wieder. Die tschechischen Behörden haben EU-Alarm ausgelöst. Was? Ja, teilweise Zusammenbruch aller gestaffelten Sicherheitssysteme, Analyse zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Es ist von schwerer Kontamination in Teilen der Anlage auszugehen. Geringe Freisetzung, unmittelbare Umgebung. Die Notabschaltung des Reaktors ist im Gange. Das ist kein Störfall, das ist ein Unfall. Wie ist das Wetter? Die Windrichtung ist immer noch Nordwest, aber das heißt gar nichts. Das kann sich jederzeit ändern. Aber wenn der Reaktorkern geschlossen ist, kann es keinen Partikelaustritt geben. Schon gar nicht in höhere Schichten. Da kann es so oder so nichts zu uns wehen. Hat die Meldung bei Equiri? Wenn das nur eine Kleinigkeit wäre, dann lösen die doch nicht den EU-Alarm aus. Ja, was wäre nicht das erste Mal, dass einer von denen überreagiert? Das haben wir doch gerade gehabt in Grischko. Ihre Kontinenz möchte ich haben, Frau Kollegin. Wir werden trotzdem Präventivmaßnahmen setzen. Und welche genau? Stellen Sie Seibersdorf auf Fruchtbetrieb ein. Wenn da kontaminierte Fahrzeuge rüberkommen, dann muss man den Dreck irgendwo entsorgen. Und melden Sie ein Ereignis der Größenordnung Ines 4. Das ist Ines 4? Ja. Was für mich wichtig ist, ist, dass der Informationsfluss zwischen den Mitgliedstaaten. Ja? Das heißt, das passiert automatisch. Da müsste ich noch extra was dazu geben. Das ist gerade vom Lebensministerium gekommen. Ich rufe Sie gleich zurück. Ja? Bitte. Die Strahlenzentrale meldet Ines 4. Das ist kein normaler Störfall, das ist ein Unfall. Momentan noch keine relevanten Kontaminationen auf österreichischem Bundesgebiet, aber durch die Grenzen hier könnte man ein ernstes Problem kriegen. Sie informieren die Bundesregierung, Sie verbinden mich mit dem Krisenbeauftragten vom ORF. Die tschechischen Behörden haben uns informiert, dass sie die Bevölkerung im weiteren Umkreis des Kraftwerks aufgefordert haben, sich in geschlossene Räume zu begeben. Die unmittelbare Umgebung wird sicherheitshalber evakuiert. Eine Gefahr für Österreich besteht zurzeit nicht. Das klären die ja selber nicht. Wenn die Wetterlage so bleibt, dann haben die in Trebic ein Problem. Schlimm für die, aber wir sind aus dem Schneider. Und wenn sich das Wetter ändert? Ja, dann müssen wir unsere Bevölkerung ebenfalls auffordern, in geschlossenen Räumen zu bleiben, bis der Spuk vorbei ist. Wie, und das war's? Sollten wir unsere Leute nicht vielleicht vorsichtshalber warnen? Herr Reinolde, das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine Panik. Ja? Das wird wesentlich mehr anrichten, als wenn ein paar wenige der geringen Strahlenmenge ausgesetzt würden. Also mit Verlaub, aber Sie haben leicht reden. Ihre Familie sitzt in Krems und nicht in Horn. Herr Reinolde, wir treffen hier reine Sicherheitsmaßnahmen, Vorsichtsmaßnahmen. Ja? Alles, was Panik hervorruft, ist zu vermeiden. Veranlassen Sie die nötigen Schritte, um im schlimmstmöglichen Fall gerüstet zu sein, aber keine Sirene. Bitte verstehen Sie mir richtig, ja? Ich möchte die Bevölkerung genauso schützen wie Sie. Ich glaube, keiner hier nimmt das auf die leichte Schulter. Ich muss jetzt den Herrn Landeshauptmann informieren. Also die Grenze dicht machen können wir nicht. Wir werden in Mitterrätzbach und in Kleinhaugsdorf Kontrollpunkte einrichten, falls verstollte Fahrzeuge über die Grenze kommen. Ihr schickt eure ABC-Einheiten da drauf, damit sie die Rettung und die Feuerwehr unterstützen, okay? Apotheken und Schulen sollen sich auf die Ausgabe von Jodtabletten vorbereiten. Und macht es dann klar, dass alle über 45 keine brauchen, sonst fressen die Kinder alles weg. Und wo sagen wir den Bürgermeister? Habt ihr gehört, keine Sirenen, aber sie sollen sich auf den Notfall vorbereiten. Herr Friedl, Sie behalten bitte ständig das Wetter im Auge. Sobald sich da irgendwas ändert, würde ich sofort wissen. Gutes.
Entschuldigen Sie, wo sind denn die her? Aus Spanien. Und Bio? Ja. Wir melden uns mit einer kurzen Sonderausgabe derzeit im Bild. Im Atomkraftwerk Dukovany im Süden der Tschechischen Republik hat sich ein Unfall ereignet. Laut offiziellen Angaben besteht derzeit keine Gefahr für Österreich. Versuchen Sie dennoch, Ihre Radios und TV-Geräte eingeschaltet. Sie sagen, es besteht keine Gefahr. Wenn es nähere Informationen gibt. Hast du jemals schon was anderes gehört? Radio, Fernsehen und natürlich im Internet. Das ist jetzt schon Fernsehen, so, dann muss es sehr arg sein. Sigmund, du machst mir Angst. Oder Herr Bürgermeister, hast du das auch schon gehört? Ja, ich komm gleich. Vielleicht hat der Wappler jetzt du was kapiert. Sigmund! Sigmund, was soll ich jetzt machen? Guck ein, was ins Auto passt. Wenn ich zurück bin, fahren wir zu Irmi nach Mödling. Kann nichts sein. Ihr wisst seit Tagen, dass die Hochzeit heute. Na. Nein, um 1:60 Leute da. Ja. Ja, das will ich hoffen. Und was. Ja, was ist mit den Musikern? Wann kommen die? Nein, nichts ungefähr. Ja. Ja, gut, danke. Wieder schauen. Du kannst noch mal die Karte checken. Ja, mach das. Weinrestaurant Nigel, grüß Gott. Nein, das. Das tut mir leid. Nein, heute sind wir vollkommen ausgebucht. Jasmin, was ist mit den Vorspeisen? Die kommen gleich. Die Kanzel könnten schon längst im Rohr sein. Okay. So. Das schmeckt noch ein bisschen fad, da muss ein Muskatnuss rein. Sag ich dir. Sag mal, was soll denn das sein? Füllung fürs Ganze. Du hast gesagt, würzig, nicht was holzen. Das kannst du deine Oma machen. Wenn du jetzt so weiter tust, kannst du leer im Ibis-Hotel fertig machen. Du willst schon sehen, woher der Wind weht. Mach doch deine Scheißfüllung doch selber. Der Papa meint's nicht so. Aber ich mein's so. Ich wollte eh nie in der depperten Kuchen stehen. Du bist so ein. Was? Thank you.
den Doku waren, ich habe denselben Reaktor wie die in Brunitz. Und das vor Jahren schon einen schweren Zwischenfall gegeben. Wir können uns trotzdem nicht über die Maßnahmen der Landeswarnzentrale hinwegsetzen. Das stimmt so nicht ganz. Der Bürgermeister kann jederzeit entscheiden. Aber die haben sich schon gemeldet, dass wir uns vorbereiten sollen. Was haben denn deine Leute in Tschechien drüben? Meine Kontaktleute haben eigene Messstationen und die Ergebnisse sind eindeutig. Wenn da mal Radioaktivität austritt, dann ist da ordentlich die Kacke im Dampfen. Und warum haben die von der LWZ noch keinen Alarm gegeben? Das darfst du mich nicht fragen. Sie haben wahrscheinlich Angst vor einer Panik. Da haben die gar nicht Unrecht. Außerdem, wenn die Leute heute eine Sirene hören, dann glauben sie, das ist eine Feuerwehrübung. Es kennt doch heute keiner die Zivilschutzsignale. Woher denn auch? Sicherlich. Die in Wien und in der Landeswarnzentrale sind weit weg. Wir stecken mittendrin. Von 500 Konzerten sind 241 für die Violine als Soloinstrument komponiert. Vivaldi hat das Solokonzert als eine... Marie, was ist denn so spannend da draußen? Nix. Kannst du uns was über die Ritornelle von bei Vivaldi erzählen? Entschuldige, Magdalena, wir sollen zu Frau Direktor kommen. Was ist los? Keine Ahnung, komm bitte. Ihr bleibt ruhig, ich bin gleich wieder zurück. Du, Lisi, wenn er fragt, dann war auch nicht gut. Das ist schrecklich. Wir werden die Schüler in der Aula versammeln. Die Schüler müssen so lange im Gebäude bleiben, bis wir sie der Obhut der Eltern übergeben können. Boah! Mama? Ja. Los? Steigen Sie bitte wieder in Ihr Fahrzeug. Das gibt's ja nicht. Kontaminiert! Can you please drive on the left side? Kontaminierter Ford Focus AX54.
Und zwar? Was? Nochmal bitte. Also, das ist doch völliger Blödsinn. Sie müssen sich um eine Zehnerpotenz geirrt haben. Womit? Unsere Leute an der Grenze messen bei einreisenden Autos Strahlung in der Größenordnung von 40 Millisievert. Ja. Einen Moment bitte, ja? Ja, was haben Sie für Messgeräte im Einsatz? Das gibt's nicht. Es ist immer eins. Und die zeigen alle das Gleiche an. Ja, one second. Okay. Danke, ich wollte nur sicher gehen. Tschechische Aufsichtsbehörde. Wegen geringfügiger Strahlung, da muss viel mehr passiert sein. Hallo? Aha. Yes. Not. Aha. Okay. So you give me an update every half an hour, okay? Thanks. Der Reaktor ist noch immer nicht stabil. Isabella, wir müssen so schnell wie möglich die Kinder hinein. Kommt. Kinder, hört zu. Lasst alles liegen. Wir müssen ganz schnell hinein. Nein, kommt. Ihr könnt es drinnen weiterspielen. Wir können zu spät wegkommen. Wir müssen ganz schnell hinein in die Kinder. Komm. Marion, ist der Theo drin? Frau Reynolds, wissen Sie, was da los ist? Ihr Mann sitzt doch direkt an der Quelle. Er hat mir gesagt, ich soll einen kleinen abholen und zwar soll das Fenster fest verschließen. Der Bürgermeister hat auch schon anrufen lassen und gesagt, dass wir die Kinder ins Haus bringen sollen. Was soll ich denn jetzt bitte machen? Ich hab keine Ahnung. Rufen Sie einfach alle Eltern an und sagen ihnen, sollen die Kinder abholen. Sie sind lustig, die meisten arbeiten in Krems oder in Wien. Ich bin genauso ratlos wie Sie. Aber das ist sicher eine Vorsichtsmaßnahme, da wird nichts. Ja, danke, ich melde mich dann wieder. Danke.
Okay, schickt nur zwei Fahrzeuge auf, ich kein Hauptstab. Ja. Herr Rinalda, schauen Sie das bitte an. Ja, mein Opa. Da braut sich ordentlich was zusammen. Der Wind hat Draht, weht jetzt Richtung Südwest. Das heißt, dass in der nächsten Stunde ein Gewitter haben zwischen Horn und Rätz. Wer hat das angeordnet? Der Bürgermeister von Horn hat Strahlenalarm ausgelöst. Hätte genau das Gleiche gemacht. Der Wind hat gedreht, also wurscht, was bei den Tschechen los ist, uns betrifft es genauso. Herr Lechner, alarmieren Sie alle betroffenen Gemeinden, die sollen prophylaktisch Jodtabletten an die Bevölkerung ausgeben. Wir sperren alle Straßen, die in das betroffene Gebiet führen. Wir sollten via Radio die Pendler auffordern, dass sie an ihren Arbeitsplätzen bleiben, sonst haben wir Verkehrschaos. Habt ihr die Sirene nicht gehört? Schaut, dass es heimkommt. Wir bauen noch irgendwas, oder? Irgendwas. Ein Turm. In Niederösterreich haben sie Strahlenalarm ausgelöst. Was? Das ist bei der Wetterlage vielleicht kein Fehler. Jetzt ja, dann macht das auch wieder und bricht das Chaos aus. Was tut sich an der Grenze? Das Bundesheer hat begonnen, die betroffenen Fahrzeuge zu dekontaminieren. Die Kollegen vom EKC wollen wissen, ob wir den Alarm ausgelöst haben. Nein, Herrgott! Nein, natürlich nicht. Alles in Ordnung. Wiederhören. Gregor? Wie schaut's denn da? Wie schaut's aus bei euch? Wie geht's euch? Wie ist denn das Wetter? Bei uns ist noch kein Gewitter. Folgendes. Du fährst jetzt zu deiner Schwester nach Gmunden. Du nimmst einen Theo und nimmst sonst nur das Notwendigste mit, okay? Gregor, ich mach das nicht allein. Nein. Hör mal zu, Anna. Mach, was ich gesagt hab. Fahr bis zur Autobahn nur auf Nebenstraßen. Und wenn's dort seid, schickt's mir ein SMS. Ich hab einfach zu viel Stress. Ich hab wenig Zeit. Jetzt okay? Ich fahr nicht allein. Baby, du machst es. Die brauchen Sie da drin. Alles klar. Du, ich habe jetzt keine Zeit mehr, Anna. Mach's gut. Hey, ich bin bei dir. Baba. Thank you.
Der Wind treibt die Gewitter genau in die Gegend Hornrätz. Wir haben die Alarmmeldung bereits an alle betroffenen Gemeinden weitergeleitet. Die Leute, die kein Radio hören und den Fernseher nicht eingeschaltet haben, hören hoffentlich die Durchsagen von Polizei und Feuerwehr. Was machen wir mit den Bauern, die am Feld sind? Wir haben zu wenig Leute, um das abdecken zu können. Wir können zusätzliche Einheiten abstellen. Gut, macht's das. Schickt alles auf, was da ist. Eine letzte Sache noch. Wir richten in Hollabrunn rund ums Hallenbad ein Auffanglager ein, um die Leute, die dem Regen ausgesetzt waren, zu dekontaminieren. Ich bin gleich wieder zurück. Ja. Was ist mit Evakuierungsmaßnahmen? Herr Reinolde, das ist völlig sinnlos. Das geht sich zeitlich nicht aus. Das heißt, die Leute wären genau dann draußen, wenn sie drinnen sein sollten. Westlich im Angelände eine Zivilperson. Ende. Herzberg, ich hol dir was. Mach's Fenster zu. Hallo? 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 Es ist zu, wir haben geschlossen. Machen Sie kurz auf. Mein Tank ist leer, mein Bus sitzt im Auto. Die haben gesagt, wir sollen im Haus bleiben. Ja, Sie brauchen ja gar nicht rauskommen. Machen Sie nur irgendwas, schalten Sie irgendwas ein, dass ich tanken kann. Ich bin gleich weg. Bitte, Sie brauchen ja... Sie brauchen ja nur von Ihnen einschalten, dass... Hände weg! Aufladen! Auf 200! Sechzig, Vorsicht! Ja, wunderbar! Ah, das ist der Regel. Ihr baut euch da drinnen auf, ja? Hinten rechts, wenn ihr fertig seid, nennt euch ein Schnapserl, ja? Operativ ist in Ordnung. Ja, habe ich eingekriegt. Was haben wir gesagt? Grenzgebiete in den niederösterreichischen Bezirken Horn und Hollabrunn werden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Schließen Sie Türen und Fenster, schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen aus. Im Fall von Niederschlägen gehen Sie unter keinen Umständen ins Freie. Für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Stillende sowie Erwachsene bis 45 Jahre sollten umgehend Kalium-Jodid-Tabletten bereitgestellt werden. Was irgendwer von euch oder Jonathan ist? Aber erst nach ausdrücklicher behördlicher Empfehlung eingenommen werden. Na, bitte nicht. Haben wir solche Tabletten daheim? Nein. Ja. Hey, dann muss ich welche holen fahren. Aber... Und ich schau, dass ich den Bum irgendwo finde. Aber die haben doch gesagt, man soll zu Hause bleiben. Ich bin im Auto, ne? Ja, und schaut, dass die macht, was die gesagt haben. Fenster zu und... Komm. Ja, und wenn die Brautleute kommen, dann müssen sie halt aufs Kanzel warten. Thank you.
Schaffner und Blättner, kommt sie bitte her. Ich werde die leer schmeißen. Wieso habt ihr deinen Vater da nie? Ist mir wurscht. Ist schon schlecht, wenn ich nur in die Küche alleine gehe. Hast du noch Tomalom eh mitbekommen? Ins Haus gehen und Tabletten schlucken, Bussi Lisi? Die Witz von der Freundin werden aber auch immer Stranger. Ich weiß nicht, ob das ein Witz ist. Vielleicht war das der Grund für die Sirene heute in der Schule. Glaubst du echt? Ich weiß nicht. Ich möchte nicht noch sein. Du? Ja. Komm. Komm. Weil. Romantisches Platz, Alter. Fenst. Was machen die da? Truppenübung vielleicht. Ich ruf die Lise an. Geht's nicht? Nein. Was machen wir jetzt? Warten, bis der Ring vorbei ist. Ja. Jota-Plätten. Nein, nicht für mich, für meinen Sohn. Frau Nigel, sind wir abdecken? Frau Nigel? Nein, lass es stehen. Und wenn wer einen Hunger hat, dann soll er sich was nehmen. Für die Geräte. Genau. Mach das ganz super. So. Und wer will jetzt was singen? Na gut. Es tanzt ein lieber Busselmann in unserem Kreise.
der vollen und halben Stunde auf dem neuesten Stand. Ich wiederhole, aufgrund des Zwischenfalls in Dukovany die Bevölkerung im Gesamtbundesgebiet gebeten, auf unnötige Fahrten zu verzichten. Händler, die sich außerhalb der gefährdeten Gebiete befinden, werden gebeten, an ihrem Arbeitsplatz zu bleiben. DS5 und DS33 sind bis auf weiteres. Schau mir das gleich an. Es wartet halt, bis es aufhört. Aber geh. Ich bin ja nicht aus Zucker. Ja. Ja, bitte unbedingt im Haus bleiben. Na, schauen Sie, wenn Sie den Anweisungen folgen, dann kann Ihnen nichts passieren, ja? Gut, danke, bitte schauen. Landeswarnzentrale? Nein, gnädige Frau. Also wenn Sie über 50 sind, dann bitte keine Jodtabletten. Ja, genau, für die Enkelschocke. Bitte kannst du das übernehmen. Also die Gegend ist abgesichert und es sind garantiert keine Leute mehr dort. Eine Einheit bewegt sich von Terras Richtung Schrattental. In der Gegend dazwischen sind alle Leute informiert. Garantieren wir aber keine. Und der Deckerplatz in Hollerbrunn steht schon? Der ist vor Ort und jeden Moment einsatzbereit. Sehr gut. Wie schaut's bei euch aus? Unsere Strahlenschutzgruppen sind ein. Herr Rinalda, schauen Sie sich die aktuellen Messdaten an. Radioaktiver Fallout. Hotspots? Oh. Was heißt das für die Bevölkerung? Bessere Nachrichten haben es keine. Sie informieren den Innenminister, wir müssen den Notstand ausrufen. Und dann werden alle Einsatzkräfte in Niederösterreich zusammengezogen. Ja, aber... Ja, es wird doch heute nicht noch ein zweites Kraftwerk in die Luft fliegen. Ist der Kreuz? Ja. Danke. Magst du ein bisschen Musik hören? Ja.
melden uns noch einmal mit einer Sonderausgabe der Zeit im Bild. Der Unfall im Atomkraftwerk Dukovany dürfte doch wesentlich schwerwiegender sein als vorerst angenommen. Als Vorsichtsmaßnahme raten die zuständigen Behörden, nicht ins Freie zu gehen. Die Strahlenbelastung reduziert sich in geschlossenen Gebäuden auf weniger als 10%. Lassen Sie bitte die Fenster geschlossen, begeben Sie sich in den betroffenen Regionen nicht ins Freie, bis Entwarnung gegeben wird. Der Landeshauptmann hat den Notstand ausgerufen, den Anweisungen von Polizei, Heer, Feuerwehr und Rettung ist unbedingt Folge zu leisten. Panik ist weitgehend ausgeblieben. Es wird ein paar Auffahrtfälle geben. In Ungarn leider ein Unfall mit einem tödlichen Ausgang. Entschuldigung, Herr Rinolla. Das sind die letzten Daten von der Grenze. Was sollen wir denn den Eltern sagen? Wir haben zahllose Anrufe von Pendlern, die wissen wollen, wann sie ihre Kinder abholen können. Das am besten ist, wenn alle dort bleiben, was sie sagen. Wenn sie jetzt mit ihren Kindern durch die Gegend von dann gefährden, ist das unnötig. Und Sie glauben, die Leute werden sie dann halten? Nein. Würde ich auch nicht, wenn es um mein Kind geht. Aber probieren sie es trotzdem. Gutes. Bitte. Wo ist er denn? Basti, ich wollte mich nur bei ihm entschuldigen, dass ich ihm heute so angegangen bin. Sag ihm bitte, es tut mir leid und sag ihm, er hat das Richtige gemacht. Ja? Papa, ich muss jetzt wieder. Du warst doch auch draußen im Regen. Ja. Wieso? Bring dich heim. Okay. Also ich fütter jetzt das Thamos-Programm. Ich versuche die Trajektorien der kontaminierten Wolken zu berechnen. Vielleicht könnte ich daraus die Deposition. Vasilis, das Simulationsprogramm hat nur Sinn, wenn wir halbwegs genaue Daten haben. Aber wenn ich die Bestückung eines Meilers nehme, also 42 Tonnen Uranoxid und mit 1% Freisetzung operiere, dann könnte ich. Das ist Wahrsagerei. Die haben dort einen schweren Unfall, sonst hätte es bei uns gar nichts abgeregnet. Das Kraftwerk Dukovany meldet. Sie melden einen katastrophalen Unfall. Sie schreiben, dass davon auszugehen ist, dass bisher ungefähr 15% des Inventars in die Atmosphäre gelangt sind. Aus noch unbekannten Gründen ist es zu einer Explosion gekommen, die die Hallendecke durchschlagen hat. Es wird daran gearbeitet, den offenen Reaktor durch Bohrsäure und Sandabwürfe zu schließen. Einer, sicher? Einer. Wenn einer durchgegangen ist, wie wollen die den anderen in derselben Halle schützen? Da ist nichts dazwischen, null.
Herr Seelitsch, jetzt können Sie die Simulationsprogramme mit Daten füttern. Das ist das zwar nicht alles. Da kommt was auf uns zu, was unter Umständen noch viel schlimmer ist. Sind andere Bundesländer betroffen? Ist Wien bedroht? Herrschaften, die Strahlenzentrale weiß jetzt, was los ist. Wir haben einen GAU. Die Lage wird sich dramatisch verschlechtern. Bei der Wind- und Niederschlagsprognose für die nächsten 5 Stunden ist davon auszugehen, dass die Gebiete mit der roten Färbung über einen Wert kontaminiert werden, der eine Absiedlung der Bevölkerung empfiehlt. Das ist nicht Ihr Ernst. Ich würde Ihnen liebend gerne eine andere Empfehlung geben. Meine Herren, die Strahlenzentrale empfiehlt eine Absiedelung der Gemeinden von Retz bis Horn. Bitte, meine Herren! Wir können die Fakten nicht ändern. Wir können die Fakten nicht ändern! Herr Rinaldo, beginnen Sie mit den Absiedelungsmaßnahmen. Absiedelungsmaßnahmen? Wie soll ich denn bitte 40.000 Menschen erklären, dass auf der Stelle weg müssen von daheim, obwohl es weder brennt noch die Flut kommt und dass ich keine Ahnung habe, wann sie wieder zurückkommen können? Kommt sicher nicht. Ist doch ganz nass. Ist halt die Chance. Ciao. Ruf dich an. Okay. Was ist mit den Viechern? Die hat auch der Regen erwischt. Die müssen zurück ins Stall. Das hat kein Ding. Was soll das heißen? Menschenleben haben als Priorität. Nein. Aber. Nein, wir gehen da nicht weg. Die Kleine ist noch in der Schule. Schauen, wenn sie in der Schule ist, dann müssen Sie sich ja keine Sorgen machen. Nein, wirklich nicht. Wir gehen jetzt Caroline. Da nicht weg. Kommen. Marie, bitte. Ja, sag einmal, wo kommst du her? Schatzl, du bist ja wahnsinnig los. Wo warst ich du? Sie haben schaut. Wir waren mit Jonathan unterwegs. Ist total los. Kommen Sie. Wir müssen Sie alle dringend dekontaminieren. Ja, steigen Sie bitte ins Auto. Aber der Jonathan ist doch draußen. Wir sind nicht der einzige Druck da draußen. Wir finden ihn schon. Kommt. Kommt. Wollt ihr doch in die Schule? Ich hab sie verbockt. Aber wir sind da zu Hause.
Steigen Sie bitte aus. Ihr Fahrzeug ist kontaminiert und zuständig auch. Kann ich? Ich suche meinen Buben. Der ist mit dem Moped unterwegs. Der hat einmal ein Handy dabei. Wir werden den schon finden. Kommen Sie, steigen Sie bitte aus. Ich schwör Sie. Ihr kennt mich einmal. Vorerst aufgehört. Wie gehört? Hey. Hallo, servus, wie geht's? Na, was hat's denn gerade? Wie geht's dem Kleinen? Gerade Cremesuppe. Und der Theo schläft. Und bei dir? Kannst du nicht sagen. Also, ehrlich. Ich komm euch dann abholen. Aber wir haben einen ziemlichen Stress da. Ach, na du. Ist schön, dich zu hören. Ich lieb dich auch. Ich denk an dich. Ich hol euch dann ab. Jonathan. Was machst du da? Servus, Spudkirsch. Soll ich es sagen, hab ich immer gemacht. Komm, gehen wir. Lass den Krempel fallen und komm, steig ein. Was ist denn los? Thank you.
Kernschmelze im tschechischen Atomkraftwerk Dukovany ist die größte Katastrophe seit Tschernobyl 1986. Die Zahl der Toten im Kraftwerk und in dessen Umgebung ist noch unbekannt. Die extremen Bedingungen vor Ort erschweren die Arbeiten der internationalen Hilfsmannschaft. More information is just coming in on the incident in Dukovany. The Austrian government has begun evacuating areas affected by nuclear fallout. It's unclear how many people may have to abandon their homes. The European Union commission internationale d'experts est chargée d'examiner si les règlements de sécurité sont bien respectés. British Prime Minister Brown and French President Sarkozy have said they're in close contact with the Austrian government to determine ways in which other European countries can help. A immédiatement installé the European Union has offered its full support. Germany, which has not been directly affected by the incident, has made transport facilities available and is providing shelter in the southern province of Cologne.